Bernie guckt sich Sachen an. Moin moin, liebe Freunde der überteuerten Plastikfigur, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bernie guckt sich Sachen an. Ich bin der Bernie und wir machen heute eine Hot Toys Review und gleichzeitig auch noch ein Unboxing. Ihr seht, vor mir steht ein brauner Pappkarton, in Fachkreisen auch Schipper genannt. Und darauf steht The Dark Knight Batman Armory with Batman Collectible Figure in natürlich 1:6. Und Made in China, ist klar. Ja, ich habe mir die Armory gekauft. Sie ist gestern gekommen. Und da gucken wir jetzt gleich mal rein, was da so drin ist. Ich nehme mal den Schipper runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist das gute Stück. Das ist doch mal ein Karton, oder was? Batman Armory, MMS 234. Und ich habe mir die Version mit dem DX12 gekauft. Heißt Alfred und Bruce brauchen wir nicht, weil Bruce haben wir schon. Und für einen Alfred nochmal einen Huni hinzupacken, hatte ich keine Lust zu. Ja, dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Ich dreh das Ganze mal. Hier an der Seite, unspektakulär, Batman Armory, schlicht gehalten. Auf der Rückseite einmal wieder das übliche Bild. Die Jungs und Mädels, die an dem Ganzen gearbeitet haben und das designt haben und umgesetzt haben. Und unten die üblichen Warnungen vom Choking Hazard. Ne? Der gefährliche Choking Hazard. Nicht zu unterschätzen. Ja, ansonsten gibt es auf diesem Karton auch nicht wirklich viel zu sehen. Und darum machen wir den jetzt mal auf und ihr seid live dabei. Also. Plastik. So, Karton kann weg. Ist schwer auch. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Und da sind wir. Auf der linken Seite sehen Sie eine wundervolle Bat Armory im Design 1:6. Noch wundervoll eingepackt. Und auf der rechten sehen wir den modifizierten DX12. Ne? Ja. Ganz wundervoll. Ich muss mir das gleich im Vergleich nochmal angucken. Ich habe ja den DX12 drüben schon stehen. Inwiefern bzw. wie groß der Unterschied tatsächlich ist, muss sich dann noch zeigen. So. Nehmen wir die oberste Plastikhülle mal runter. Zusammen mit dem DX12. Und wir sehen Zubehör mit Zubehör an Zubehör. Aber hier der Stand. Und hier haben wir diverse Sticky Guns, Batarangs, Ersatzgürtel, eine Batterie für die Fernbedienung, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und so allerlei Zeugs.
Hier unten drin ist noch die Bedienungsanleitung und das Cape für den Fledermausmann. Hier ein wunderschöner Standfuß mit Dark Knight Logo. Und die Armory itself ist schon, wie es aussieht, bestückt zum Teil. Ja, und dann würde ich sagen, baue ich den ganzen Quatsch jetzt mal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kurzer Einwurf am Rande. Ich habe ja eben gesagt, oh schön, ist schon alles bestückt. Am Arsch. Sie haben es so gemacht, dass es so aussieht von außen, als wäre es bestückt, aber das ist hier alles einzeln verpackt, damit man auch was zu tun hat an seinem freien Samstag, damit man einfach mal schön alles zusammenbauen kann. Ist hier alles einzeln drin. Ja, das kann ein bisschen dauern, Ich mache mich da mal dran und bin dann gleich wieder da, wenn ich fertig bin. So, ihr Lieben, da ist das Ding. Stündchen hat es gedauert, alles einzuräumen. Aber ist gut geworden. Ich mach mal auf, damit ihr mal sehen könnt, was hier so alles Schönes drin steckt. So, wir haben einen Arsch voll Zubehör. Ich habe quasi knapp eine Stunde damit verbracht, Plastikteile aus einer Schaumstoffmatte in eine andere Schaumstoffmatte zu tun, weil die Rückwände sind eigentlich noch die gleichen Schaumstoff-Inlays wie auch in der Verpackung. Und dann haben wir hier vorne natürlich noch die ganzen kleinen Teile, das zeige ich euch gleich nochmal einzeln. Das kann man hier alles fein bewegen. Und in der Mitte steht der DX12. Da gehen wir gleich auch nochmal näher ran. Jetzt muss ich euch erstmal das coolste Feature zeigen, nämlich die Fernbedienung für das Ganze mit einem schicken Dark Knight Logo drauf. Und auf der Rückseite relativ unspektakulär sehen wir TM und DC Comics. Wichtig, DC, nicht Marvel. Ja, ist klar. So, und jetzt können wir das Ganze hier einschalten. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es arschgeil. Und wieder aus. Und wieder an. Aus. Und an. So. Genug gespielt. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran. Und schauen nochmal, was hier alles Feines drin steckt in dem Teil. Fangen wir unten an. Also wir haben hier diese einzelnen Schübe, wo wir hier große Batarangs, kleine Batarangs, hier sind Rauchbomben und die kleinen Utility Packs für den Gürtel drin. Und hier unten sind die nochmal in groß. Auf der anderen Seite haben wir Mini-Batarangs, faltbare Batarangs. Dann haben wir noch die Mini-Bomben. Hier ist eigentlich nochmal eine Kopie von gegenüber mit den Rauchgranaten und den kleinen Packs. Hier sind nochmal Ersatzmagazine für die Grappling Gun. Und hier drüben Gasgranaten, whatever, hat man vorher noch nie so gesehen, was das ist. Dann stehen dort hinten die Stiefel. Die werden der Figur einfach ausgezogen und damit der Schaft in dem Schuh hält, sind hier so Fußattrappen drin. Nehmen das mal auseinander. Zeige euch das mal. Das sieht so aus. Das ist einfach nur ein kleines Stück Plastik mit einem Balljoint unten dran, damit das Ganze hier auch zusammengehalten wird.
damit man es fein hinstellen kann. Ist das nicht toll? Großartig. Stellen wir da hinten wieder hin. Tut's keinem weh. Und es fällt um. Nimm mal raus. Stört's nicht. So. So. Ich gehe nochmal noch ein Stück näher ran. Das war die Tischkante. Und zwar wird hier in die Hände werden so kleine Blenden reingesteckt, damit wir nicht die kleinen Löcher sehen können. Gut, ob man das jetzt machen will oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Sieht nicht so super unterschiedlich aus, wenn man das macht. Die Figur an sich wird oben gehalten durch diese Metallstäbe hier. Die stecken in den Löchern für das Cape, wo sonst das Cape reinkommt, werden die fixiert. Wobei fixiert, denn das Ganze ist doch sehr wackelig. Also hätte man schöner machen können. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch viel mehr Zubehör in die Seitenwände hier reinhängen. Das sind so kleine Drahtteile mit dabei, die könnt ihr da reinhängen und könnt noch diverse Sticky Guns da reinschmeißen, wenn ihr wollt. Habe ich jetzt gelassen, weil ich finde, dass dieses aufgeräumte, cleane Design dadurch kaputt geht, wenn man die da so spillernd reinhängt. Das gefiel mir nicht so gut, darum habe ich es gelassen. So, dann machen wir hier vorne mal eben zu und ich mache hinten mal auf, damit man das ganze Zeug, was da hinten drin ist, auch noch sehen kann. Wenn ich es aufkriege. So. So. Da haben wir auch noch diverses. Sticky Guns mit Haken und Bomben und ein Atemgerät und Batarangs und Sachen, die ich nicht kenne. Und noch diverse Gürtel. Neu an diesen Gürteln ist, ja, hier ist sogar der Mechanismus gar nicht drin, weil das die Austauschgürtel sind. Und zwar konntet ihr ja vorher bei dem alten DX12 hinten den Gürtel dort öffnen, an diesem schwarzen Verbindungsstück. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe den eben versucht zu öffnen und es ging nicht. Ich habe dann nochmal in die Bedienungsanleitung geguckt. Das ist jetzt hier. Da ist jetzt diese Trennstelle, wo man es so ein bisschen verkanten muss, damit es sich öffnet. Damit man es nicht abbricht. Ne? Nur so als Tipp. Dann drehen wir das Ganze nochmal weiter. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite ein Nunchaku, den ich auch so noch nie gesehen habe. Ein Enterhaken und Sachen und noch diverse Grappling Guns, Pfeile. Hier ist die Sticky Bomb Gun mit Munition. Und ja, im Großen und Ganzen ist es das. Und ich bin auch hart begeistert davon. Hier oben, da ist die kleine Schraube, kommen die Batterien rein für die Beleuchtung. Und es sind drei 2A-Batterien. Ich denke mal, aufgrund dessen, dass LED dann doch sehr stromsparend ist, wird das relativ lange halten. Und habe ich noch was vergessen? Ja, tatsächlich. Und zwar unten die Füße werden gehalten von diesen kleinen Plexi-Rechtecken. Klötzen, sage ich jetzt mal. Das ist hier auch alles beweglich. Ich dachte, das wäre fest. Dem ist nicht so. Aber es tut, was es soll und hält Fledermausmann in seiner Position. Ja. Abschließend können wir sagen, die Armory hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sieht alles ganz großartig aus und wird einen wunderschönen Platz
im Detolf bekommen, wo ich ihr das gleich reinstellen werde. Ja, und somit schließen wir diese Review, Schrägstrich, Unboxing, Schrägstrich, viel Quatsch erzählen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann drückt doch gerne den Abo-Knopf und lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr auf 1:6 Figuren steht und findet aber der Bernie, ja, der ist 2 Videos, ich brauche mehr, dann guckt auch bei den Kumpels und Kollegen von Bombo Reviews und Demond Reviews vorbei. Das verlinke ich euch unten natürlich noch. Denn die beiden haben da allerhand mehr. Wenn man da mal durchstöbern möchte, sind 2 wundervolle, nette Menschen, die euch die Figuren näher bringen. Also, wenn ihr Bock habt, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!